Weiter geht's, ihr Lieben, mit Need for Speed Hot Pursuit. Nun mit dem richtigen Grafikkartentreiber haben wir auch hoffentlich die volle Bildrate. Und wir fahren mal das Event Evo gegen Subaru. Und ich habe gerade überlegt, dass wir im Chat eine Abstimmung immer machen könnten, alle 15 Minuten, was wir denn jetzt nehmen, ob Polizei oder Racer. Andererseits überlege ich, wäre das doch cool, einfach selbst zu entscheiden, dass man sagt, okay, zwei Events von dem, zwei Events von dem, zwei Events von dem, zwei Events von dem. Ich glaube, es gibt ein paar Racer-Events mehr als Polizei-Events, deswegen vielleicht ja so ein bisschen Tendenz mehr Racer-Events machen. Vielleicht 3-2 eine Aufteilung ab einem gewissen Punkt. Aber mal gucken. Mal gucken. Im Chat auch direkt die Frage, wann wir wieder iRacing spielen. Das Ding bei iRacing ist, finde ich, dass es ein bisschen wenig belohnt, wenn du halt mal so 1-2 Tage hintereinander iRacing spielst. Und sonst nicht. Deswegen überlege ich, dass ich sage, hey, ich suche mal eine Woche aus, wo ich tatsächlich mehr streamen kann, wo iRacing dann regelmäßiger dann stattfinden kann, wo ich dann auch wirklich sagen kann, hey, wir zocken jetzt schön viel iRacing, weil sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen doof, immer zu sagen, jo, ich fahre jetzt mal einen Tag iRacing, weil so richtig kommst du da nicht in den Rhythmus rein. Also das bedarf schon mehr Dingsda-Bumster. Huch. Und Kurt Tresner, vielen Dank für den 6. Monat dir. Merci für den Sub und moin moin. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Warum Full HD? Huch. Pausen kann man an. Hm? Ja. Ich hab das Gefühl, dass es gestern Abend, gestern Mittag ein bisschen flüssiger lief. Habe ich für eine Grafikkarte? Noch habe ich eine 2080 Ti. Ich warte sehnlichst auf meine 3090. So, mir wurde gerade empfohlen, die Abkürzung auch mal zu testen. Gut, die aktuellen haben mir jetzt nicht unbedingt so einen Vorteil gebracht, glaube ich. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir bessere finden. Oh! Nach wie vor bin ich ein Vertreter von wäre besser, wenn man ein bisschen weniger driften würde. Aber ich habe es ja auch schon im ersten Video gesagt. Die reine Drift-Mechanik finde ich dann aber deutlich besser gelöst als in NFS 2015. Also das Handling ist da schon deutlich besser. So, das ist eine Abkürzung, die auf jeden Fall was bringt. Wenn man hier nicht crasht. Autsch. Kauf dir deine 2080 Ti ab. Meins ernst. Ja gut, ich mache es tatsächlich so, dass ich eigentlich keine Hardware verkaufe. Ich mache es im Regelfall so, dass ich gucke, hey, wer braucht denn noch irgendwie eine Grafikkarte? Oder wer hat denn was im Freundeskreis? Und dann gebe ich halt Sachen weiter. Also, ich hatte auch mehrere 4K-Monitore. Ich habe jetzt im Moment nur zwei noch da. Zwei habe ich weggegeben. Und wenn halt jemand einen braucht, dann kriegt er halt einen Monitor. So, bitteschön. Und bei Grafikkarten ist es so ähnlich, ja. Da werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich gucke, hey, wir hatten die schwächste Grafikkarte. Der kriegt dann... Also da organisierst du 2-3 Leute, sagen wir mal. Und dann so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem, nur halt im Positiven. Dass ich sage, okay, der eine kriegt halt irgendwie die Grafikkarte vom anderen. Der kriegt die Grafikkarte von dem. Der kriegt die Grafikkarte von dem. Und der halt, sagen wir mal, die stärkste Grafikkarte abgibt, der kriegt dann halt irgendwie die, ich glaube die Framerate ist jetzt besser, der die stärkste Grafikkarte abgegeben hat, der kriegt dann, sagen wir mal, die von mir stärkste oder so. Also keine Ahnung, wenn ich jemandem eine 1080 Ti gebe, dann gibt der seine 1070 an jemanden ab, der eine 970 hat. Ich glaube, das System versteht man noch. Nur erkläre ich es halt wahrscheinlich relativ schlecht, aber hey, können wir Freunde werden. Ja. Ja, also tatsächlich auch die Mods gehören zu den Leuten, die dann halt immer ein bisschen Hardware bekommen.
Bam. Ich habe ja zum Beispiel meinen 32:9 Monitor, den man da unter den Kappen irgendwo sieht. Den 32:9 Monitor, den hatte ich halt auch. Ist das ein Checkpoint-Rennen? Ja, das ist das Checkpoint-Rennen mit dem 911 Turbo. Da habe ich jetzt zum einen ja eine 1440p-Variante gehabt, eine Full-HD-Variante und jetzt habe ich halt nochmal die neue 1440p-Variante mit 240 Hertz. Und da ich jetzt zwei Stück habe mit 1440p, die ich behalten werde, also zum Beispiel Bumble wird dann halt einfach den mit Full-HD bekommen. Easy. Also bezahlst du die Mods mit 4K-Monitoren. Streng genommen ist es nur eine Schenkung. Ich schreibe dir auf Insta wegen der Grafikkarte. Du, wie gesagt, ich verkaufe da nichts. Ich verkaufe die wirklich nicht. So, cool ist hier, du kriegst Strafen, wenn du die Wand berührst. Das heißt, nicht Wand berühren. Wichtig. Den alten Porsche gab es im Original nicht. Ja, wie gesagt, es gibt ein paar DLCs, die hier direkt dabei sind. Über den Preis kann man sich natürlich trotzdem streiten, aber wenn halt die ganzen DLCs dabei sind, dann ist es halt, glaube ich, auch nicht so viel teurer als die alte Version des Spiels. Drei Sekunden Strafe. 3 Second Time Penalty is a joke. Wobei der sich auch verhältnismäßig ein bisschen behäbig anfühlt. Hat das Spiel keinen Wheel Support? Ich habe, glaube ich, noch nie Need for Speed mit Lenkrad gezockt. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, ob es einen Lenkrad Support hat oder nicht. Ich würde es auch ehrlich gesagt nicht machen. Ja, aber ich meine, auf die Art und Weise ist es ja schön, wenn irgendwie du ein Hardware-Teil verschenken kannst und dann so eine Kette daraus entsteht und dann sind am Ende 3, 4, 5 Leute glücklich. Ich meine, die Hardware, die ist ja noch gut und im Zweifelsfall, keine Ahnung, dann wird halt irgendwo eine GTX 79 oder so. Ja, die ohnehin vielleicht defekt ist, dann verkauft oder sonst was. Ja, wenn du ohnehin zufrieden bist, und ich bin halt zufrieden, ich bin halt, wie gesagt, Hashtag blessed mit allem, was bei YouTube so geht. Natürlich muss man aufpassen, dass es halt immer so weiterläuft, deswegen zu leichtsinnig darf man auch nicht werden, aber wenn da halt einfach Sachen vernünftig laufen, also ich bin halt der Letzte, der dann sagt so, ey, ich will alles haben, sondern nee, ich... Hab das auch unheimlich gern, wenn man dann selbst so ein bisschen was abgeben kann und sagen kann, hey, bitteschön, du kriegst ein bisschen was und du kriegst eine Grafikkarte und du kriegst eine Grafikkarte und du kriegst eine Grafikkarte. Hol ich mir eine 3080? Nee, ich hol mir tatsächlich die 3090, beziehungsweise die ist schon bestellt, aber die kommt noch nicht. Die ist von Asus, weil jetzt jemand gefragt hatte, das ist eine Strix. Asus Strix 3090. Oha. 370Z, nice. Und fürs reine Codec, damit das auf den Streaming-PCs ein bisschen schöner aussieht, werde ich mir wahrscheinlich eine 3060 noch holen oder zwei 3060er. Markus kriegt nur Gift-Subs für komische Menschen auf Twitch. Ja, und noch vielleicht eine andere Sache. Wir reden nicht drüber. Oh, Nagelband! Wurde mit der neuesten Anti-Verfolgungstechnologie ausgestattet. Dem Nagelband. Das auf SCPD-Technologie basierende System wirft am Heck deines Wagens ein verheerendes Nagelband ab. Fährt ein anderes Fahrzeug über das Band, wird es beschädigt und ist vorübergehend bewegungsunfähig. Nutze diesen Moment zu deinem Vorteil. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Dein Head-Up-Display informiert dich darüber, wenn das System einsatzbereit ist. Nice. Feier ich. Oh ja, komm, Z4 Digi. Oh, schön. Ich finde ja den Z4 unglaublich schön. Also es gibt viele schöne Autos. Es gibt auch viele schöne BMWs, aber den Z4 finde ich besonders schön. 4 Nagelbänder haben wir ready. Nice.
Ja, mit der 3090 bist du die 10 nächsten 5 Jahre in Ordnung. Ich werde wahrscheinlich aber sowieso von Generation zu Generation upgraden. Das Ding ist ja bei mir arbeitsutensil, ne? Und ich möchte, dass es bestmöglich aussieht. Und gerade jetzt habe ich halt auch einen Monitor. Also das sind halt verrückte Werte. Der hat 5120 in die Breite an Pixeln, also mehr als bei einem 4K in die Breite. Mehr als bei einem 4K-Monitor in die Breite. In die Höhe hat er 1440 Pixel. Weniger als bei einem 4K-Monitor. Aber der hat 240 Hertz. Das heißt, im Idealfall, ich habe so rund die Pixelzahl von einem 4K-Monitor, wenn du das halt so multiplizierst. Das bedeutet, ich habe 4K bei 240 Hertz. Und das muss natürlich durch irgendeine Hardware funktionieren. Genau, die kannst du auch abschreiben. Korrekt. Oh! Ja! Den RX-8 erwischt. Ciao, Marvin. Hi, Marvin. Ja, insofern, das ist auf jeden Fall irgendwo auch sinnvoll. Aber auch insofern sinnvoll, dass ich halt einfach Hardware habe, auch im Sinne des Monitors, die halt auch ausgereizt werden will. Also ich habe mal geguckt, mit meinen aktuellen F1-Settings könnte ich bei 3840x1080, also... Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Du brauchst Nagelbänder, Kollege! Ciao, Marvin! Hi. Wow, schön. Jetzt schon wieder, oder was? Okay, Ideallinie erstmal damit. Oh, das rutscht ja voll weiter. Oh, da hat sich einer gedreht, Spinalla. Aber auch wegen des Nagelbands, glaube ich. Ja, aber... Aktuell könnte ich halt in 32:9 Full HD quasi... könnte ich in 190 FPS zocken. Ist auch schon mega gut. Verfolgung ist unterwegs zur Bear Hollow. Ja, abschreiben kann ich halt sowieso. Für Leute, die da nichts mit zu tun haben. Also... Oh! Eieiei. Du hast ja auch quasi Ausgaben. Geht ja nicht um Umsatz, sondern auch um Gewinn. Und wenn du halt, keine Ahnung, 1000 Euro ausgibst, dann hast du halt 1000 Euro als Ausgabe, also 1000 Euro Gewinn weniger als du Umsatz zum Beispiel hast dann. Ich habe ihn, werde ihn jetzt festnehmen. Und natürlich ist das halt auch wichtig zum Beispiel dann für die Steuerermittlung oder so. Und wenn du halt irgendwie einen 1000 Euro Monitor dir kaufst oder Grafikkarte oder sonst was, dann kannst du natürlich sagen, hey, so und so läuft es dann. Insofern ist es halt auch, wenn du das als betriebliche Ausgabe quasi machst, machst du dem Prinzip auch so ein bisschen dein Hobby günstiger dadurch. Auch wenn das jetzt keine Rechtfertigung ist, dann irgendwie ultra teure Hardware zu kaufen. Aber ja. Und Alf, vielen, vielen Dank für den vierten Monat mit Prime. Ehre, mein Lieber. Moin, moin. Haha, vorbei. Ein weiterer Monat und Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute und vor allem Gesundheit. Ehre, mein Lieber. Moin, moin. Was geht? Die Kopf sind nicht so stark, kann das sein? Das ist richtig. Ja, KI in Arcade-Rennspielen ist halt eh so ein Ding, ne? Da habe ich nie so ein krasses, besonderes Augenmerk drauf. Und vielen Dank, Fantastic Shark. Ehre. Wollen wir den mal fahren? Komm, ich habe ja eh mal überlegt, dass wir eigentlich jedes Fahrzeug mal fahren können hier. Dann nehmen wir den Kollegen. Und moin auch Johnny, moin Daniel. Kannst du dann iRacing die monatlichen Kosten auch abschreiben? Gut. Abschreibung ist halt... Es gibt Ausgaben und es gibt Abschreibung. Ausgaben fallen direkt für das Jahr an. Wenn du zum Beispiel 10 Euro bei iRacing ausgibst, dann ist das eine Ausgabe, die für dieses Jahr anfällt. Abschreibung ist dann, sagen wir mal, irgendwas wie eine Maschine. Weitere Einheiten am Einsatzort. Bitte meldet euch. Oh. Mach ich. 2 Sekunden Strafe. Wenn du dann aber zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Euro für Hardware ausgibst,
dann ist es etwas, das du halt nicht in einem Jahr als Ausgabe berechnen kannst, sondern sagen wir, über 5 Jahre wird das abgeschrieben oder über 3 Jahre oder so. Das heißt, du hast 3 Jahre lang oder 5 Jahre lang dann entweder 3.300 Euro als Ausgabe, also für das aktuelle, für das nächste und für das übernächste Jahr, oder du hast über 5 Jahre, sagen wir mal, 2.000 Euro im Jahr, je nachdem, wie das halt genau ist. Ich weiß nicht, wie es bei PCs ist, da wird man dann Steuerberater. Und wenn du dir dann halt diese 10.000 Euro, wenn du die ausgibst, rechnen wir mal mit 5 Jahren, dann hast du halt die nächsten 5 Jahre pro Jahr 2.000 Euro weniger Gewinn, weil das von diesen 10.000 übertragen wird. Das ist wahrscheinlich auch dafür gemacht, damit du nicht einfach sagen kannst, hey, ich kaufe mir jetzt für 1 Million Euro, wenn ich 1 Million Gewinn habe, Überschuss, ich kaufe jetzt für 1 Million Euro irgendwelche komischen Anlagen und das macht das irgendwie alles für dieses Jahr geltend oder so. Und das, dafür ist es halt mit diesen Abschreibungen gemacht. Und früher gab es sogar ein paar weitere Abschreibungssysteme. Mittlerweile ist es sehr stark eingeschränkt auch. Also früher konntest du... Boah, ich weiß jetzt nicht mal... Oh nein! Ich weiß jetzt nicht mal konkret, wie das genau war. Aber mittlerweile ist es so, du kannst zum Beispiel geradlinig abschreiben. Autsch. Du kannst zum Beispiel je nach Nutzung abschreiben. Mal angenommen, du kaufst ein Auto, ein Rennauto, das 100.000 Kilometer fahren kann und bist in einem Jahr mit diesem Auto dann 20.000 Kilometer gefahren, dann kannst du 20% des Kaufpreises abschreiben. Wenn du aber im nächsten Jahr nur 10.000 fährst, dann rechnest du halt mit 10% des Kaufpreises, solange bis die 100.000 Kilometer halt voll sind. Und es gibt auch, glaube ich, eine abnehmende Abschreibung. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch erlaubt ist oder nicht mehr erlaubt ist. Das war nämlich so, dass du sagen kannst, okay, am Anfang ist eine Maschine effizienter als später. Sagen wir, du hast dir irgendwie einen PC geholt, der 1080p-Videos rendern muss und irgendwann muss er 4K-Videos rendern und vielleicht funktioniert er nicht so gut, das Betriebssystem funktioniert nicht mehr so gut, dann kannst du behaupten, also nicht behaupten, sondern kannst du argumentieren, am Anfang war halt irgendwie, funktionierte das noch deutlich besser als jetzt quasi. Und damit kannst du halt anfangs ein bisschen mehr abschreiben, später ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es eins der Systeme war, die nur früher möglich waren und ob es heute möglich ist oder nicht, weiß ich nicht genau, aber sowas war das auch und dann konntest du es auch zunehmend mal machen. Auch da keine Ahnung, ob das noch funktioniert, was da Sache ist und so weiter und so fort. Linear und progressiv. Progressiv geht noch? Ich glaube aber, je nach Nutzung kannst du es auch machen, oder? Der Abschreibsatz nicht pro Jahr nicht beim Kauf bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur die Theorie, weil wir das in Wirtschaftswissenschaften hatten. Beim BWL-Teil. Aber Studium, falls Sie wollen. Da habe ich. Just wo du gefragt hast, gerade da habe ich es gerade erzählt dann. Das haben wir da quasi ein bisschen gelernt und ich kenne mich da nicht so unglaublich gut aus. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh! Oh, wegen sowas liebe ich ja... Oh, wegen sowas liebe ich auch die älteren Spiele, ey. Fährst einfach Carrera GT, Digi! Oh, vielen Dank, Wolfsengel. Merci, mein Lieber. Standard ist linear, dann gibt es noch geometrisch-degressive, meist Gebäude- und leistungsbezogene Abschreibung. Okay, geometrisch-degressiv war doch quasi das mit ab... Das Abnehmende, oder? Das, was ich gerade meinte. Also das, was du bei Häusern meintest, das, was ich beim PC als vielleicht schlechtes Beispiel genommen habe. So, auf geht's. Alter, geiles Auto. Dass du nicht mal nach einer Stunde schon Carrera GT fahren kannst, ist halt awesome.
Ja, später in den Drift. Specs the Time haut 5 Gift-Subs raus. Ehre, mein Lieber. Was geht? Uff. Wie viel hast du jetzt insgesamt schon auf dem Channel rausgehauen, Alter? Vielen, vielen Dank, Mann. Hier noch später driften. Cooler Sound, einer der schönsten Porsche ever. Ich muss auch sagen, ich finde ihn so schön einfach. Das ist so geil, das Auto. Ja, ich glaube, ich merke langsam aber sicher, warum ich mit der Driftmechanik damals nicht so mich anfreunden konnte. ...44 Gift-Subs hast du rausgehauen. Ehre, Hashtag blessed, mein Lieber. Mach da einfach mal den Hamilton. Nice. Unlimited Driving Pleasure. Kann ich unterschreiben. Geiles Auto. Geiles Teil. Leider nur 2 Minuten 15 lang, die Challenge. Länger wäre auf jeden Fall geil gewesen. That's what she said, ich weiß. That's what she said. So, moin auch Zeus. So. Oh mein Gott, was... Alter, was ist das für eine zweite Folge, Diggi? Oh, boah. Also der im Polizei... ...wurde 20 Mal verkauft. Ein 21. Exemplar ist im Lamborghini-Museum ausgestellt. Mit seinem Preis von $1.350.000 und der Optik eines Stealth-Fighters wirft er problemlos alle Konventionen im Automobilbau über den Haufen. Kann bitte jemand gerade mal googeln... Oder auf mobile.de nachschauen, was kostet der günstigste Lamborghini Reventon dort? Auszeichnung, Belobigung, Anerkennung. So, für Auszeichnung brauchen wir 1 Minute 20. Okay, seht ihr jetzt auch. Das hat gerade meine Cam verdeckt noch. Alter! 727.000 Kopfgeld brauche ich noch, um den freizuschalten. Der sieht so bullig aus. Alter. Ey, übrigens, das ist der Unterschied zu NFS 2015. Hier bekommst du kurz eine Info. Bam, fahr rüber. Aber du suchst genauso jetzt, als wäre es eine echte Situation. Keine Inserate gefunden. Uff. Markus, kannst du die letzte Auktion mal gerade nachschauen, ob es da was gab? Oh. Mach die Sirene an. Aventador? Nee, ist ein Reventon. Oder Reventon. Reventon? Enton! Ich möchte auf jeden Fall trotzdem mal anmerken, auf der deutschen Seite gerade für 1,7 Millionen drin. Echt? Ich überlege gerade, was ich mit meinen Twitch-Einnahmen aus dem September mache. Mindestens 1 Million plus Steuern stand da. Ich bezweifle mal, dass er aktuell für 1 Million verfügbar ist. Seid ihr sicher? In der Schweiz gibt es einen für 1,7 Millionen. Ist halt nur ein limitierter Murcielago. Ja! Aber okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wobei man trotzdem sagen muss, das ist schon ganz geil, wenn du 1,35 Millionen Dollar ausgegeben hast. Bei Sotheby oder Sotheby's, wie auch immer die Seite ausgesprochen wird, wurde 2017 einer für 1,4 eingestellt. Long story short, 1,35 Millionen Dollar, sagen wir mal 1,3 Millionen Euro, wenn du dann für 1,4 Millionen den verkaufen kannst.
Schon nicht schlecht. Warte mal. Die ersten haben die immer so ein... Okay, Pagani. Uff. Uff, Digi. Oh, schön. Ah, das ist super. So, Mazda RX-8 sind wir hier noch nicht gefahren. Machen wir's. Teurer verkauft und noch gefahren damit. Probieren das mal mit einem Dacia. Richtig. Ja gut, wenn du dir so ein gebrauchtes Auto für 300 Euro oder so holst, dann kann es theoretisch sein, dass du den für 500 weiterverkaufen kannst. Aber es ist ja kein sinniges Geschäftsmodell oder so. Ich sag's mal so, der SLS Black Series AMG, ich weiß, der SLS, nicht der AMG GT Black Series. Der SLS AMG Black Series, der wurde, glaube ich, damals für 250.000 verkauft. Der kostet jetzt mindestens 450.000, glaube ich. Ich glaube, das günstigste, was ich auf Mobile gesehen habe, waren 450.000 für den. Also auch da, du kannst den safe für ungefähr 50% mehr verkaufen. Ciao, Marvin! Und ich glaube, dass es halt auch so ähnlich sein dürfte beim AMG GT Black Series. Insofern hole ich mir bald. Kappa. Und Cribbles, danke dir für den 8. Monat mit Prime. Moin, moin. Alter, fast 280, obwohl der Motor klang, als würde er einfach gerade mal explodieren wollen, Digi. Muss man ordentlich Nitro ansparen, dann... Ist auf jeden Fall Aktionsnitro, kein Zeitnitro. Ach, für Gegenverkehr kriegst du Nitro? Nice. Mach ich. Was habe ich auch bei Burnout-Entwicklern anderes erwartet, ey? Ich habe so ein bisschen Sorge wegen NFS 2021, weil das zwar von Criterion entwickelt wird. Festhalten, Criterion besteht halt größtenteils nicht mehr wie in seiner ursprünglichen Form. Und ein Teil von Criterion wird jetzt durch Ghost Games gestellt, die so heilige, geile Titel gemacht haben wie Need for Speed 2015. Oder NFS Payback. Und auch Need for Speed Heat, Alter. Ich hoffe, sie konzentrieren sich wirklich mal primär aufs Fahren, weil... Ich glaube, da kannst du halt einfach das meiste rausholen in einem Rennspiel. Oh! Knapp. Ist ja zu geil, wenn wir hier einfach mal ein neues Dings machen würden. Wenn die einfach mal ein neues Burnout machen würden, ich würde es lieben, glaube ich. Wenn es gut wäre, sie hätten mich direkt. Oder alle alten Burnouts remastern. Alter, der ist ab 280 ja schon volle Kanne im Begrenzer, ey. Und moin, moin, Tobi. Heat hat mich stark enttäuscht. Heat of a moment. Ich muss sagen, Heat fand ich in Ordnung. Heat war noch mit Abstand das Beste der neuen Need for Speed Spiele. 290 km/h mit 231 PS. Ja, Mann. Muss. Moin, Daniel. Nee, sagt mir nichts, Peacemeat Fanboy. Bam. Gesucht. Stufe 2 Verdächtiger. Oha. Digi. Neue Serie verfügbar. Wie stehst du zum Wankelmotor oder auch Kreiskolbenmotor? Also, ich weiß aus gewissen Videos aus Le Mans, der Sound ist nahezu unübertroffen. Und ansonsten, ich kenne die technischen Seiten halt bei Motoren nicht so ganz. Ich weiß halt nicht, welcher Motor ist denn jetzt wirklich der effizienteste. Es gibt ja auch beim Thema Elektromotor oder
Elektromotor oder... Haben wir Nagelbänder hier? Okay, gucken wir uns an. In der Mission wurde dein Interceptor-Fahrzeug mit einem Abwurfmechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Aktivierst du diese Waffe, wird am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Alright, ja, dann nehmen wir den 370Z. Den sind wir noch nicht gefahren. Power, Leidenschaft, Performance. Ja, also an für sich, ich weiß auch nicht, wie die Performance ist, Markus, weil du das gerade schreibst, weil die haben ja in Le Mans, Mazda hat ja Le Mans, ich glaube 1990 oder 91, es müsste 90 gewesen sein, oder? Waren die halt so krass überlegen, das war richtig, richtig heftig. Und grundsätzlich, ich glaube halt, also ich kenne mich mit der technischen Seite nicht so gut aus, Sound ist halt einfach Baba. Verfolgung hat die Straße verlassen und bewegt sich in Richtung Baumtunnel. Und grundsätzlich, ja. Sound awesome, Rest muss man gucken. Nee, beim Elektromotor gegen Benziner wird ja auch immer wieder darüber diskutiert. Automotor gegen Elektromotor. Was davon jetzt zum Beispiel für die Umwelt besser oder schlechter ist. Ich muss ehrlich sagen, am Ende des Tages ist mir vieles egal. Beim Motor geht es mir halt darum, ey, es soll einfach so ressourcenschonend sein, wie es nur geht. Und trotzdem Power haben. Und dann finde ich das okay. Klar, ich mag auch ein bisschen geilen Sound und so, aber hey. Bin da jetzt nicht so der krasse Nostalgiker, da will ich lieber, da geht es mir eher um das, was auf der Strecke gerade passiert. Verdächtiger ist unterwegs auf dem Southgate Trail. Und wenn Wankelmotoren dann richtig, richtig nice sind, was das angeht, ist ja gut. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Was macht der da? Verdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Hä? Ich glaube, bei den Verfolgungsjagden kam ich auch immer wieder mal nicht mit. Weil die so ein bisschen random fahren. Heat of the moment. Wurde festgenommen. Bringt ihn rein zur Folge. Die trinken Öl und Sprit wie gestört und der Verschleiß ist extrem. Ja. Dann, was die rein technische Sache angeht, nicht unbedingt so geil, aber Emotionen wecken kann der 787B bei mir definitiv. So. Alright. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir für YouTube doch mal einen ganz kurzen Cut. Zocken direkt dann weiter mit Need for Speed Hot Pursuit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raus und beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein.